Wir haben hier einen Mörder. Nein, 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 nein. Sie fahren uns nicht weg. WTF. Wir machen gerade allgemein Kontrollen. Ich hätte gerne mal ihren Personalausweis. Ob das... Warum sind sie... Oh! Okay, da kommt das SWAT-Team. Da ist der geile Hammer 2 in der SWAT-Edition. Okay, sie bleiben so. Sie bleiben hier im Auto. Das tun sie so oder so. Oh Gott. Sag ich nicht. Das liefern die dich. Was? WTF? Nein. Moment mal. Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns ein. Die beginnen Fahrerflucht. Die kommen uns sowas von nicht davon. Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns sowas von. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es eine weitere Folge LSPDFA. Ich bin hier immer noch unten an der Stelle. Wenn ihr wissen wollt, was hier passiert ist, schaut in der letzten Folge vorbei. Wir sind nämlich wahrscheinlich echten Aliens begegnet. Wenn ihr das nicht gesehen habt, tut die letzte Folge mal unbedingt auschecken. Das war echt merkwürdig. Aber genug davon, wir haben unseren ersten Einsatz. Wir müssen nur sehr kurz fahren. Oh. Vielleicht kriegen wir es in der ersten Staffel nochmal hin, dass wir mal nicht etwas hier umfahren. So, ich park mal hier drüben. So, wir haben hier eine betrunkene Person, die sieht aus wie ein Clown. Entschuldigung. Hallo, wer sind Sie denn? Luis Fibonacci. Okay. Was tun Sie denn hier? Okay, nichts von meinem Geschäft. Okay, Sie gehen wohl nach Hause. Okay, der hier kann auch nicht reden. Anscheinend hat der hier ein bisschen getrunken oder etwas. Keine Ahnung, was mit dem ist. So. Wir fangen noch mal nach dem Personalausweis, damit die uns hier auch... Okay, der sagt uns die Wahrheit. Wir überprüfen sie kurz einmal. Luis Fibonacci hat keine Schusserlaubnis oder keine Waffenerlaubnis. Okay, sieht erstmal alles okay aus. Na gut, haben sie getrunken. Ich bin seit 6 Monaten trocken. Okay, wir müssen kurz der Leitstelle hier sagen, dass es okay ist. Und gut, so. Drogen haben sie irgendwelche... Sie haben keine Drogen genommen, okay. Haben sie irgendwas an sich? Sie sind tatenlos, okay. Was tun sie denn hier eigentlich? Scheren sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten? Wenn wir einen Anruf von ihnen bekommen, dann sind das meine Angelegenheiten. Das sage ich ihnen. Woher kommen sie denn gerade? Aus dem Krankenhaus. Und wo wollen sie hin? Zum Supermarkt? Nee. Tut mir leid, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi, da können Sie von mir aus nach Hause, aber so wie Sie mir hier rumrennen, Sie kommen sicher nicht mit einem Clownsanzug aus einem Krankenhaus. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. So, da ist Ihr Taxi, fahren jetzt nach Hause, wenn wir nochmal einen Anruf wegen Ihnen erhalten. Dann gibt es ein ernsteres Wörtchen mit Ihnen. So, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Heimreise. Ja, fahren Sie mal hier vorbei. So. Okay. Der Herr war schon ein bisschen komisch. Der hat auf jeden Fall was getrunken. Der ist nicht seit 6 Monaten trocken. Unser Licht funktioniert nicht. We have an assault with a deadly weapon on a Del Perro Freeway. Okay. Wir haben hier einen Mörder gemeldet bekommen. Okay, ich höre... Oh, was ist da denn los? Was ist da denn los? Habt ihr das gerade gesehen? Einen Moment, wir einmal vorbei. Wird da geschossen? Nein, 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 nein. Sie fahren uns nicht weg. WTF. Der ist einfach unter meinem Auto. Mein Auto wiegt schon einiges, aber... So, bitte halten Sie einmal an. Sonst tun wir gleich ihrem Auto, was vielleicht auch gar nicht ihnen gehört. Na gut. So.
Okay, die Reifen halten einiges aus, muss ich sagen. Die zerplatzt. So, jetzt. Okay. Stopp! Hallo? Okay, da sind doch schon die Kollegen. Also mal ehrlich. Halt sie jetzt an. Ihr Auto wird dadurch nicht besser, sage ich Ihnen. Okay, dann wollen sie doch anhalten. Sehr schön. Oh, schön aus dem Auto einmal rauskommen. Schön auf den Boden legen, der Herr. Gehen Sie auf den Boden. Auf den Boden. So, dann überprüfen wir gleich mal, ob das wirklich Ihr Fahrzeug ist. So. Wir überprüfen sie ja mal kurz. Der Herr Brian Nichols. So. Nichts. Okay, für ein bisschen nichts. Aber was? Meine Kollegen, hallo. Alles klar. Ich rufe einmal einen Transporter für sie. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das Auto auf den Nähern zugelassen ist. Okay, das Auto ist gestohlen. Wurde aber nicht als gestohlen gemeldet. Der Herr hat... Entweder ist hier Versicherungsbetrug oder der Herr hat es noch nicht mitbekommen, dass sein Auto gestohlen wurde. Aber das wird er ihr zurückerhalten. So, der Abschlepper kann sich kümmern. Also, die Fahrzeuge sind echt ein Wunder, ne? So, schönen guten Tag. Die Los Santos State Police. Allgemeine Kontrolle. Guten Tag. Ja, entschuldigen Sie mich, aber ich hätte gerne hier... Wir machen gerade allgemein Kontrollen. Ich hätte gerne mal Ihren Personalausweis. Ob das... Warum brennt sie... Oh! Oh Gott! Moin. Wir tun den Herrn erstmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wir werden uns erstmal hinter meinem... Wir rufen noch eine weitere Einheit. Hinzu. Ach, auf einmal soll ich dich beschießen, oder wie? So, sie legen sich jetzt langsam auf den Boden. Ich will ihre Hände sehen. Und dann werde ich sie noch gleich mal untersuchen. Weil die haben anscheinend noch eine Waffe bei sich. So. Ja, okay, die Kollegen, der Herr hat eventuell wahrscheinlich doch eine Waffe bei sich. Tasten sie den Herrn mal ab. Obwohl, das kann hier eigentlich gleich direkt der Transporter machen. Die müssen das ja machen. Backup needed in, Howard. So, Personencheck würde ich gerne nochmal machen von dem Herrn. Ja, dafür bräuchte ich mal... Okay. Gut, dann tun sie das mal auf der Leitstelle. Den Herrn haben wir ja jetzt eh. Okay, also irgendwas hatte der Herr anscheinend zu verheimlichen, wenn der sofort mit uns... Okay, jetzt haben wir einen... Ah, ich werde wahrscheinlich nach der Schicht mal zum Arzt fahren, zum Hausarzt. Weil der uns hier was bei ins Bein verpasst hat. Aber naja. Irgendwas hatte der anscheinend zu verheimlichen. Wir haben einen gestohlenen... Einmal Platz machen bitte, Dankeschön. Wir haben einen gestohlenen Tank. Und der ist ziemlich schnell unterwegs für seine Verhältnisse. So, Markierung können wir mal wegmachen. So, der Herr hat uns noch nicht auf dem Kicker... Vielleicht. Ah, der muss ja damit rechnen. Nur da vorne, ja. Schon ein bisschen auffällig, ne? So, können wir dem Herrn Anhaltesignal rangehen? Geben. So. Hallo? Okay. Ich glaube, nach Anhalten sieht das Ganze jetzt nicht so aus. Guten Tag. Okay, ich mache die Sirene an. Damit die... Ja, und die Ladies und Gentlemen wissen, hier geht es ein bisschen ernster zur Sache.
So, einmal von der Straße bitte runter. Hallo. Wir sitzen da. Oh Gott! Was? Okay, okay, okay. Okay, der Person geht's doch gut. Solange es der Person gut geht, warum fahren sie mir denn alle rein? Oh, der, ja. Nein. Sie tun jetzt hier. Mein Auto rutscht. Oh nein. Jetzt will er noch fliehen. Also, ne. Nee, ohne mich. Na. Ja, also Rennen gegen Auto. Ich weiß ja nicht, ob sie sich das so gut ausgesucht haben, ne? Ja, okay, ja, wenn sie wieder zurückrennen, dann fahre ich eben wieder zurück. Also. Moment. Nee. So haben wir nicht gewettet. Schön. Okay. Wenn wir jetzt Sport machen, na dann. Dann fordere ich sie heraus, ne? Aber ihre Belohnung wartet auf sie. Voilà, wollen sie? Okay, verfehlt. Na gut, machen wir ein bisschen Sport. Dafür bin ich ausgebildet. Okay, so. Und da haben wir sie. Na, da habe ich wohl gewonnen, ne? 1:0. Schön mal auf den Boden legen. Sie sind vorläufig festgenommen. Gut, den Transporter müssen wir auch gleich mal von der Straße räumen. So, Sie, wer sind denn eigentlich hier? Der Herr Martinez mit Hector Vornamen. Keine Vorstrafen, dann haben Sie jetzt eine. Gut. Die Kollegen kümmern sich um Sie. Dann kümmere ich mich schon mal um den Tank, der gestohlen wurde. Da kann nämlich nicht auf der Straße stehen bleiben. Das wäre hier ein bisschen ungünstig. So. Wo haben wir hier mal einen Abschlepper? Hier brauchen wir schon einen großen Abschlepper. Autsch! Stopp! Aussteigen! Aussteigen! So. Nein, sie steigen aus. Der flüchtet? Nee. Jetzt reicht's mir. Okay, der kann von mir aus erstmal laufen, aber die Frau, die will ich auf jeden Fall. Stopp! So. Sie tun sich jetzt erstmal hinlegen. Wie ihre Hände sehen, genau so. Können mich doch nicht einfach über den Haufen fahren. So, zur Eigensicherung muss ich ihnen erstmal die Handschellen anlegen. Der Herr ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Einen schönen Freund haben sie da. So, ihr Auto schaffen wir auch erstmal. Hier. So. Mein Auto räume ich auch gleich mal von der Straße. So, die Person lassen wir nicht aus den Augen. Die nehmen wir jetzt erstmal mit auf die Wache. So, mein Auto sieht noch vergleichsweise gut aus. So. Sie werde ich jetzt höchstpersönlich mitnehmen. Nein, sie nicht. Die andere Dame hier, sie dürfen von mir aus gehen. Aber nein, ich will sie nicht mitnehmen. Gehen Sie bitte. Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. Nichts gegen Sie, aber... So, ja. Die nehme ich mit. Okay. Ja, okay, dann darf die Person jetzt erstmal mit einem gestohlenen Transporter mit mir jagen. Gut. Die Person, da habe ich jetzt keine Zeit, die auf die Wache, nicht auf die Waffe, auf die Wache zu schaffen. Da ist der Transporter, der tut die andere Person. So, und warum? Okay, den hier kenne ich nicht hier. Was? WTF, ey. Also, der wäre mir fast volle Kanne reingefahren. So, die Dame hinter mir darf jetzt mal hier zusehen, wie wir das so machen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung aus der Luft. Und...
Kommt der auf uns zu? Der kommt auf uns zu. Gott, alle müssen mir mal reinfahren. WTF, nein. WTF. Also, sportlich unterwegs heute, ne? So, das ist die dritte Sirene, die es doch zum Fahrzeug gibt. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht weit. Da müssen wir wieder mal durchgreifen. Okay, die Ampel müssen wir deswegen trotzdem nicht mitnehmen. Mein Dach. So, sie halten jetzt bitte einmal an. Die halten jetzt bitte einmal an. So, sie halten jetzt bitte einmal an. So, sag ich doch. Sie halten jetzt an. So. Okay, sie legen sich schön mal auf den Boden. You moron! Schön auf den Boden legen. Und sie sind festgenommen. So, die andere Person haben wir nicht schnappen können, aber wir haben das, was wir brauchen auf jeden Fall. So, einmal Personencheck machen. Oh, der Herr Boscarelli. Der hat noch keine Vorstrafen. Okay. Wir rufen trotzdem meinen Transporter für den. Wir müssen jetzt schnell machen. Hier wurden nämlich terroristische Aktivitäten. Hier sollen irgendwo Terroristen anscheinend sein. Okay, dann kommt die Frau nochmal mit. Die hat eh genug Zeit. Die hat eh genug Zeit. So ist es nicht. Okay. Die Kollegen kümmern sich hier um sie. Wir rufen. Hier nicht, oder? Hier nicht, ne? Hier drüben, oder? Nee, doch, die andere Seite. Hier irgendwo müssen die Terroristen sein. Oh Gott. Nee. Oh Gott, wir brauchen ein SWAT-Team. Okay. Oh Gott. Die Kollegen. Wir lassen sofort die Straßen sperren. Wir können da nicht alleine hingehen. Okay, der Herr kommt. Nein, nein, nein. Okay, da kommt das SWAT-Team. Da ist der geile Hammer 2 in der SWAT-Edition. Okay, sie bleiben so. Sie bleiben hier im Auto. Das tun sie so oder so. Oh Gott. Ich hab. Nein. 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 Rückzug. Wir brauchen sofort. So. Ja. Einen haben wir. Okay. Den zweiten haben wir auch. Okay, wir haben alle. Wir brauchen einen Krankenwagen. WTF, wie sieht mein Auto aus? Okay. Wir brauchen hier noch einen Krankenwagen. Ich rufe hier mal noch ein SWAT-Team. Weil hier. Okay, da ist anscheinend noch irgendwas nicht in Ordnung. Da hinten läuft doch einer rum. Erwischt. Gut. So, unser Auto sieht so hart geschmutzt aus. Das hatte ich ja noch nie. Weil die Frau hinten wird sowas von ihren Schock haben, ne? Okay, ich würde sagen. So, sie kommen jetzt einmal raus. So. Für sie rufe ich jetzt einen Transporter. Sie kommen nicht mehr mit mir mit. Das war nur provisorisch. So. Okay. Wie sieht's hier aus?
Okay. Sie legen sich sofort auf den Boden. Sofort auf den Boden legen. Der hat so ein Alien-Kostüm an. Okay, die Waffe. Die nehme ich. So, okay, der andere. Der lebt auch. So. Nein, nein, nein. So, sie können kurz warten. So. Sie hier schön auf den Boden legen. Sie kommen mir nicht davon. Schön auf den Boden legen. Auf den Boden. Okay. Auf den Boden. Auf den Boden. Legen Sie sich auf den Boden. Legen Sie sich jetzt auf den Boden. Okay, hier wurden noch eine Verletzte. Der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg. Den schnapp ich mir sowas von. Den kommt mir nicht, den kommt mir nicht. Los, renn! Ja, sehr gut. Ich hab ihn im Visier, ich hab ihn im Visier. Der Transporter kann warten. Wir schnappen uns den jetzt, der kommt uns nicht davor an. Der hat ein SWAT-Team umgelegt. Nee, also wenn der denkt, der kommt davon, da hat er sich deutlich geschnitten. Das könnte jetzt eine etwas längere Verfolgung werden, aber okay. Den schnappen wir uns. So, schönen guten Tag, na? Haben sie wohl nicht erwartet, dass sie noch jemand hinterher rennt, ne? Nehmen wir mal einen Elektroschocker, ne? Ja, guten Tag, na? Sie haben nichts zu verbergen, nicht? Ja, ein Postkasten. Ja, ne? Ja, schön, hallo. Ja, schön auf den Boden legen. So. Was? Okay. Das Auto anscheinend. Gut, wir nehmen sie mit. Sie kommen uns nicht davon, also echt. So, für sie rufen wir einen Transporter. Ja, einen Moment. Wenn sie nicht in die Luft gesprengt werden wollen, dann warten sie einen Augenblick. So, sie lasse ich jetzt nicht mehr aus den Augen. Wie gerade eben. Wir warten auf den Transporter. Sie warten jetzt einen Augenblick. Wo bleiben die Kollegen? So, da der Transporter nicht gekommen ist, nehmen die... Ja, einen Moment. Der Herr möchte mit ihnen fahren, hat er mir zugeflüstert. Habe ich nicht recht? Ach, da kommt der Transporter. Na, Pech gehabt, ne? Jetzt haben die Kollegen den. So, da dürfen wir jetzt erstmal zu unserem Einsatzfahrzeug zurückrennen. We have a possible 211 on Sonora Freeway. Ja, gut, dafür haben wir jetzt keine Zeit für einen Überfall. Wir brauchen hier noch einen Transporter. Die Personen haben wenigstens auf uns gewartet. So freundlich sind sie noch. Gut, dann brauchen wir einen Transporter für die. Okay. Doch, hier, Transporter einmal. Backup needed. Für Sie. Mirror Park. Und für den Herrn hier unten brauchen wir auch noch einen. So. Sie brauchen auch noch einen. Huch, habe ich nicht geklickt. So. Backup required in Mirror Park. So, hier haben wir. Okay. Oh, nein. Es wurden noch Streifen, Leute, von uns erwischt. Wir brauchen hier einmal einen Abschlepper. Ja. Tow truck. Assistance required in, Mirror Park. Oh, hoffentlich haben unsere Kollegen das überlebt. Sehr schlecht. Wir rufen die Gerichtsmedizin. Assistance needed in Mirror Park. So, es kann nicht sein, dass hier Leute langfahren. Hier müssen wir auf jeden Fall absperren. So, oh, hallo! Also echt mal, ne? Kein Respekt hier. So, das müssen wir absperren. Hier können sie nicht langfahren, tut mir leid. Wir brauchen ja mal die Gerichtsmedizin, da sind doch schon okay. Dann können... Dazu sag ich nichts. Dazu sag ich nichts. Das liefern die dich. Was? WTF? Nein. Moment mal. Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns ein. Die beginnen Fahrerflucht. Die kommen uns sowas von nicht davon.
Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns. Sowas von. So. Schön, dass sie schon von alleine anhalten. Nee, 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 nee. Sie kommen hier überhaupt nicht vorbei. Sie steigen schön einfach mal aus. Und legen sie sich auf den Boden. Schön auf den Boden legen. So geht das sich. Der ist mitten reingerammt. Also echt mal. Oh, hier scheint ein Gang-Event zu sein. Das können wir auch gleich kontrollieren. So, wir brauchen einmal mal einen Personencheck, ob der Herr Kippison schon etwas getan hat. Nein, dann werden wir sein Ausweis mal ausfüllen. Und wir brauchen hier auch noch einen Abschlepper. Gut, da sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge LSPDFA. Wenn sie euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Sie können jetzt bei ihrer Sirene ausmachen. Dankeschön. Abonnieren, Glocke aktivieren, jeden zweiten Tag auf meinem Kanal. Gibt es hier ein Video. Und in der nächsten Folge werden wir gleich mal das Gang-Event hier kontrollieren. Haut rein und ciao, Leute.